Reaktion ist back mit einer weiteren wichtigen Folge, die auf der letzten aufbaut. Ihr wisst, eure Eltern, zumindest unsere Eltern, es gibt drei Berufswege, die sehr hoch angesehen sind auf dem afrikanischen Kontinent, in der afrikanischen Kultur. Doktor, Lawyer, Engineer. Yes, that's what you have to be. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt vorhin ein bisschen durchgekaut, wie das war mit der Erziehung, mit dem Afrikaner sein und so, oder afrikanisch sein an sich. Und jetzt ist für mich eine grundlegende Sache, die schon sehr interessant ist, Studium. Was ist das? So, was beinhaltet das so? Ich denke, das wird nie so wirklich angesprochen so. Es wird nur gesagt so, du musst studieren. Mhm. Aber nicht so, dass, was ist Studium, was kommt da damit dazu? So, darauf weißt du, musst du achten. Ja, diese Verantwortung, die du auch irgendwo hast. Und ich denke mal, wir haben hier extrem adäquate Personen, weil wir haben hier jemanden, der schon ein Studium schon abgeschlossen hat. Wir haben hier 3-4 Leute, die noch mittendrin sind und in verschiedenen Bereichen. Also deswegen denke ich mal, das ist schon ein tolles Thema anzureißen. Und ganz klar, erste Frage, wenn ich Studium denke, ist Finanzen. Weil das Erste, was ich mir gedacht habe, so als ich gedacht habe, nach einem Abi, Studium, wie finanziere ich das Ganze? Wo wohne ich? Wie esse ich? Was esse ich? Und da ist dann die Frage, Rida, wie klärst du dieses Problem? Oder was gehört denn überhaupt zu Finanzen grundlegend dazu? So? Als Erstes sind die Miete. Du brauchst ein Dach über dem Kopf. Ja. Das ist der größte Punkt. Mhm. Weil wir in Stuttgart leben, die Mietpreise sind sehr hoch. Ja. Da erstmal die Suche, ist es sehr wichtig, Vitamin B, weil das ist der schnellste Weg, wie man eben auf der Wohnungssuche was findet. Wenn man niemanden kennt, als fremde Person ranzukommen, und dann kommt es auf den Namen an. So Kamadu oder Schneider, das macht schon einen Unterschied. Ja. Ja. Also schon mal umfragen, schon früher, besonders an Eltern, dass ihr euch schon an eure Freunde wendet und fragt, vielleicht haben die schon Zimmer. Ja. Und Studentenwohnheime sind sehr schnell besetzt, weil Priorität haben erst ausländische Studenten, dann Studenten, die von anderen Bundesländern kommen, und dann die, und dann gibt es noch Leute mit eben besonderen Fällen oder so. Ja. Die Familiensituation. Bis du drankommst, aus derselben Stadt rankommst, kannst du vergessen. Kann auch mehrere Semester in der Warteliste sein, es kommt so oft vor. Ja. So viele Leute, die wohnen 1-2 Stunden entfernt, aber haben sich reingeschafft ins Wohnheim. Ja. Warten halt dann, wenn man Wintersemester anfängt, auf das Sommersemester. Die weiteren Kosten sind natürlich Lebensmittel, das heißt wirklich Nahrung, wie man isst, dazu kommen wir gleich. Versicherung muss man so oder so zahlen, das zahlen wir alle gleich, da kann man nicht tricksen. Genauso wie beim Semesterbeitrag, der trifft die zweimal im Jahr, die bei uns sind es 170 Euro. Ey, aber die hitten schon hart. Das ist gefühlt wie alle zwei Monate. Einfach, ich schwör die. Wenn die 160, 180 Euro kommen. Die hitten schon mal. Und die sind unterschiedlich von Uni zu Uni. Stimmt, man kann es nicht in Raten zahlen, dass es so schön ausgeglichen ist. Es ist gerade wie jetzt. Und du musst es rechnen, was auch wichtig ist, solche Rechnungen wie Semesterbeiträge immer pünktlich zu zahlen. Ja. Weil wenn du das nicht rechtzeitig zahlst, zahlst du entweder eine Strafe oder es kann sein, dass du exmatrikuliert wirst. Weil du deine Rechnung nicht gezahlt hast. Du hast nicht gezahlt. So für 180 Euro hast du dein Studium verloren. Deswegen diese Sache, diese Aussage, dass dein Studium kostenlos ist, stimmt nicht ganz. Nein. Also wenn du das nicht zahlst, kannst du nicht weiter studieren. Ja. Ganz einfach. Da ist natürlich auch viel drin, wie zum Beispiel hier das Studenten-Abo. VVS. Ist es da drin schon bei euch? Nee, ja, aber nur ab 18 Uhr hier. Also Ja, okay. Für Leute, die an der Uni wohnen, am Campus, ist natürlich super. Vielleicht brauchen die dann kein normales Abo. Mhm. Aber wenn man von weit kommt, muss natürlich auch die 35 Euro im Monat durchschnittlich für ein Ganztagesabo bezahlen. Ich würde an der Stelle auch hinzufügen, ich würde nicht gleich blind, nachdem du dein Studium angefangen hast, das Semesterticket noch zusätzlich kaufen. Es kostet inzwischen, glaube ich, sogar 207 Euro bei der SSB, VVS. Ja. Schau über mal, wie oft fährst du mit den Öffentlichen. Ja. Wenn deine Uni Fußminuten weg ist, oder es ist günstiger, ist jeden Tag ein Ticket zu holen, als ein Semesterticket, dann gibst du 207 aus für 6 Monate. Okay. Dabei gibst du monatlich vielleicht 20 Euro aus, um zu fahren. Und ab 18 Uhr hast du es frei. Von das ist die Sache. Und Wochenende. Und Feiertage. Und Feiertage. Ja. Weil das habe ich bei mir gemerkt gehabt. So. Ich habe auch, genauso wie du gesagt hast, einfach dumm die ersten 2 Semester einfach das Semesterticket so geholt. So. Weil alle das halt geholt haben. Und ich dachte so, ich bin Student, ich muss ja irgendwo hin. Komm mal, Mutter. Und danach dachte ich mir so, ich bin maximal, nehmen wir die Prüfungsphase beiseite, 2-mal die Woche in der Uni. Wo fahre ich sonst irgendwo hin? Und ich wohne in der Stadt.
Ja. Wie oft die Woche in der Woche hast du Uni? Genau, wie oft in der Woche. Ich habe vielleicht viermal die Woche Uni. Hm. Und ich gehe maximal, wenn es verrückt ist, zweimal hin. Wenn es richtig verrückt ist, das heißt grundsätzlich. Nehmt euch kein Vorbild da dran. Ja. Schön, das war nicht immer so. Wir kommen noch zur effektiven Lernmethode. Null Ambition. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich zahle jede Woche 5 Euro. Im Monat sind es 20 Euro. Du hast gerade gesagt, das Monatsticket kostet 35 Euro im Monat. Warum zur Hölle soll ich das kaufen? Ja. Und ich kann jeden Abend kostenlos fahren. Das ist, was du bei Finanzfreude hatten. Weiß, wo du dein Geld ausgibst. Ja, Mann. Das werden jetzt Delta 15 Euro, die du einfach so rauswirfst. Ja. Einfach so. Die du mehr zur Verfügung hast. Die du woanders stehst, eh schon hart eingeschränkt. Ja. Dann kommen noch Materialien dazu. Oh, Lehrmaterialien. Ja. Weißt du, was unterschätzt wird? Blocker. Blöcke. Ja. Das wird unterschätzt. Blöcke. Wie viele Blöcke draufgehen so, während des Studiums? Das ist verrückt. Man will nicht die Person sein, die immer bei jeder Vorlesung ist, hast du ein Blatt. Nein. Die Person will man nicht sein. Nee. Deswegen darum, und das können wir auch nicht wirklich sagen, es kommt an, jemand, der ein Architekturstudio braucht, wahrscheinlich mehr Blöcke als... Nicht mal Blöcke, sondern halt so Baumaterial. Ja, also Baumaterial. Da kostet so eine Platte, keine Ahnung, 15 Euro oder 20 Euro und du musst 10 davon kaufen. Ja, das heißt, du gibst im Monat, im Semester mindestens 600 Euro, 400 bis 600 Euro. Oh, nur für Materialien. So Stifte, also wenn wir so ja, alles mögliche. Wenn wir überschlagen ein bisschen, damit wir so von der Rechnung her, was haben wir jetzt? Wir haben zum Beispiel die Miete. Gehen wir von der Miete, wie viel? 500? Kann man das sagen? 450, 500? Sagen wir 500, damit kann man einfach rechnen. Mhm. 500 Euro, ja. Also ich glaube auch, die korrekte Zahl vom Bundesministerium für Bildung, ein Student gibt durchschnittlich 575 Euro aus, nachdem berechnet. Also da ist auch die Miete drin. Mhm. Da habe ich ein bisschen nachgerechnet. So. Das macht keinen Sinn. Viele wohnen noch zu Hause. Wobei, nein, ohne Miete. Die Miete war gar nicht, ich glaube, die Miete war teilweise gar nicht drin. Okay. Das Essen und ein Hobby, die du hast. Ja. Und dann noch Freizeit. Doch, da macht es dann Sinn. Doch, du kommst ungefähr auf den Bereich. Ja, Durchschnitt. Es gibt manche, die verdienen, die tun weniger ausgeben, aber auch manche, die mehr ausgeben. Das ist aber schon viel. Aber ja, aber du bist einer der von denen, die wenig ausgeben, weißt du, ja, ich meine? Aber frag mal andere, die geben eigentlich so 1000 Euro im Monat aus. Ja, okay, das stimmt schon. Ich meine, wenn du so 3-4 Mal die Woche feiern gehst, dann ist das schon kostenlos. Ja, da geht schnell. Stimmt. Und dann sehen wir mal den Eintritt, überall sind mindestens 10 Euro, dann schon mal 30 Euro weg. Dann bist du da drin und dann trinkst du auf jeden Fall eine Sache, sind nochmal 10 Euro, sind schon 60 Euro weg. Ja. Jede Woche. Ja. Rechnen wir das hoch, sind 240 Euro im Monat. Ja, schon viel. Das ist Mann. Ja, okay, sieht da an. Geh noch zweimal essen. Und geh mal zweimal essen. Das sind noch kein Feste, das sind willkürliche Sachen. Und jeder Student will ein bisschen auch das Leben leben. Du bist doch jung, du wirst Sachen erleben, wie man so schön sagt. 240 einfach schon so. Und das ist noch kein geplantes Geld. Nee. Und es sind die ganzen Sachen, daran denkt man gar nicht, wenn man noch zu Hause wohnt, Mama und Papa bezahlen für alles. Und dann vielleicht zieht man aus in einem Wohnheim oder wohnt noch bei Mama und Papa, aber die zahlen sie nicht mehr. Ja. Dann merkst du, wie viel es kostet, Lebensmittel und Versicherung übernimmt man selber. Ja. Und du hast Versicherung kostet etwa so 100 Euro im Monat. Ja. 100 im Monat. Ja. Wir haben schon auf die 240 drauf, 340. Ja. Merkte langsam, die 575 sind nicht so übertrieben. Und dann noch diese zweimal essen gehen. Diese 10 Euro, die du zweimal halt noch essen gegangen bist, so nach dem Feiern. Wer geht feiern und geht straight nach Hause? Tell me. Wer einfach nur straight nach Hause geht. So. Das ist nochmal ein Zehner, der so weg ist. Ja. Zweimal in der Woche. Und teilweise bei mir, was man wie bei dem Material zurückkommt, wir müssen sehr viele Bücher lesen. Wir haben Pflichtlektüren, wo du dir wirklich holen musst. Ja. Und dann gibt es halt Professoren, die bauen ihren Unterricht auf ein Buch aus, das 150 Euro kostet. Weißt du, und du hast keine Wahl, außer dir dieses Buch zu holen. Ja. Sonst bestehst du den Kurs einfach nicht. Also ich muss halt sagen, bei uns in Mannheim ist das Angebot echt gut. Du kannst dir die meisten Bücher eigentlich immer von der Bibliothek ausleihen. Aber die hast du dann jeweils immer nur einen Monat. Das heißt, lieber bin ich alle zwei, drei Wochen in der Bibliothek und gebe Bücher zurück und leihe sie wieder aus, als ich die mir dann kaufen muss. Aber klar, Gesetzbücher musst du dir halt kaufen. Die Problematik ist aber bei uns, dieses Ausleihen, teilweise bist du auf der Warteliste der Warteliste. Ja, klar. Du musst halt schnell sein, ja, das stimmt. Ja. Du siehst so ein Buch ist nochmal so einmal verfügbar, so jeder Grenze zu mir. Aber jetzt, wenn wir bei den Finanzen sind, es gibt ja die Möglichkeit oft BAföG. Ja. Die Einzelheiten sind uns allen bewusst von BAföG. Ich glaube, das ist ja auch gut, das mit Option zu nennen, weil vielen ist es gar nicht bewusst, dass sie BAföG in Anspruch nehmen können. Mhm. Ja. Für was steht eigentlich BAföG genau? BAföG? Ausgeschrieben. Berufs, was weiß ich. Das wird ja gleich gegoogelt. Aber BAföG, wenn man es jetzt bis zum 25. Lebensjahr anträgt, beantragt,
dann muss man nur die Hälfte zurückzahlen. Und wenn man jetzt darüber hinausgeht, muss man natürlich 100% zurückzahlen. Im Grunde genommen kriegt man vom Staat eine finanzielle Unterstützung, wenn man später eben eine Arbeit führt und eine Steuern zahlt etc. Und dann wird man man kriegt zum Beispiel einen Betrag von 2.500 und muss den dann am Ende vom Studium das zurückzahlen. Ja, aber auch nicht direkt, sondern auch so, also man kann es so in Raten. Genau. Und gibt es natürlich viele Einflussfaktoren, wie viel deine Eltern verdienen, ob du zu Hause lebst und noch. Aber sogar wenn du nur 100 Euro von BAföG bekommst, ist es immer noch mal 100 Euro. Ja. 100 Euro? 100 Euro sind also 100 BAföG Euro. Bedeutet Berufsausbildungsförderungsgesetz. Das ist BAföG. Das ist die Bedeutung dafür. Was bringt uns das jetzt? Aber die ganzen Kosten, die Frage ist, wie stemmt man die? BAföG oder haben die Zeit zu jobben oder muss man einen Divi-Job machen oder zahlen sie die Eltern, geben die dir immer monatlich Geld? Das ist ein sehr guter Punkt, weil schon bei diesen ganzen Punkten, die wir gerade gebracht haben und diesen ganzen Kosten, viele Leute dahinter sitzen jetzt, scheiße, ich schaffe das niemals. So. So, woher soll ich dieses Geld hernehmen? So. Und du hast als erste Option BAföG. Du hast extrem viele Werkstudentenstellen, wo du dein theoretisches Wissen, was du gelernt hast, praktisch umsetzen kannst. Da musst du noch anmerken, es gibt, dass man nicht, viele denken, ja, man kann erst ab dem dritten Semester stellen viele ein. Es gibt aber auch Arbeitgeber, wo du letztens gesagt hast, sie ab dem ersten Semester einstellen. Und viele, nicht nur wenig. Ja. Weil die meisten, die das sagen, ist einfach so, ja, ich habe gehört, dass du kannst nach dem dritten, so, die haben nie gesucht. Ja. Also Werkstudentenjobs ist auch eine Option. Das heißt, gehen wir mal davon aus, BAföG, sagen wir mal 300 Euro. Werkstudentenjobs sind 500 Euro, das sind schon 800 Euro, die du selber so gut gemacht hast. Mhm. Und kannst natürlich auch gleich an der Uni arbeiten als Tutor, wenn man im Semester ist und da muss man aber auch gut sein. Ne? Ja. Aber zurück zu dem Werkstudentenjob, weil das hört sich schon sehr realistisch an. Mhm. Im Durchschnitt. Wie viel arbeitest du? Und 16 bis 20 Stunden in der Woche? 15. Also, du kannst sogar 10 Stunden die Woche nur arbeiten. Ja, aber es ist schwierig, jemanden wirklich was zu finden, wo ich 10 Stunden arbeite. Gehen wir einfach mal von 15 bis 20 Stunden aus, das gibt es auch. Ja. Das heißt, wir sind so 2 Tage die Woche arbeiten. Ja. Ja? Ja, 2 Tage die Woche. 2 Tage die Woche, das dürfte man schon hinbekommen. Mhm. Je nach Studiengang. Je nach Studiengang. Es gibt aber zum Beispiel in meinem Studiengang schaffst du das nicht 15, 20 Stunden die Woche. Dann gibt es halt eine andere Option, in den Semesterferien zu arbeiten. Ja, natürlich. Das ist halt auf einen Zeitraum. Du sagst, ich komme gleich dazu, über einen Zeitraum, sagen wir mal, du gehst zu Daimler oder bei Porsche, dann gibt es auch für Studenten extra Jobs im Büro oder auch am Band. Oder flexible Arbeit gibt es auch so kurze bei Daimler, wo man halt maximal 2 Tage in der Vorlesungszeit arbeiten kann, am Band und so. Aber wenn du halt diese Zeit, so in Semesterferien, jetzt mal 4 Wochen gearbeitet hast, hast du schon 2.400 oder mehr Geld. Wenn du das runterbrichst, hättest du jeden Monat 600, das wäre jedes Mal die Miete. Klar, aber jetzt muss ich eine entscheidende Sache reinbringen, weil grundsätzlich ist es wichtig, Geld zu verdienen, es ist wichtig, diese Kosten abzudecken, die wir gerade genannt haben. Ja. Aber was noch viel wichtiger ist, wenn du dich entschieden hast, etwas zu studieren und dir vorstellst, dort zu arbeiten, ne, such dir auch einen Job in diesem Bereich. Ja, das macht so viel Sinn. Extrem. Ich habe es nie gemacht, aber es macht so viel Sinn. Extrem. Ja. Ja. Schon, wenn du, legen wir mal beiseite, dass dein Lebenslauf dadurch besser aussieht und dass du interessant auf dem Arbeitsmarkt bist. Das Wissen, was du dir aneignest für diese Arbeit, die du machen möchtest, ist ganz was anderes, als jemand, mit dem du jeden Tag nur in der Erfahrung. Da habe ich auch einen kurzen Segway. Das Interessante daran ist ja auch, du bist in dieser, als Werkstudent da. Das heißt, du kennst schon die Mechanismen. Ja. Jetzt bist du da 1, 2, 3, 4 Semester. Und wenn du 6 Semester dort bist, die haben keine andere Wahl, als dich einzustellen. Du weißt alles in dieser Firma. Die müssen dich nicht mehr einstellen, die müssen dir nichts mehr beibringen, speziell für die Stelle, sondern wenn sich was ändert. Ja. Und die jetzt neu rauskommen, haben zwar bessere Noten für dich, aber die haben das noch nie gemacht. Ja. Das ist schon in dein Fleisch und Blut übergegangen. Was hast du schon dual Studium da gemacht? Das ist quasi duales Studium. Ja. Quasi. Lustig, Und dann kannst du auch Kontakte währenddessen. Ja, natürlich. Definitiv. Also das ist auch noch ein entscheidender Faktor, den ich euch gebe. Ne? Ja. Wenn ihr einen Job sucht, ne? Natürlich, Geld muss reinkommen, aber viel wichtiger ist es, irgendwas, was in irgendeiner Form mit eurem Studium zu tun hat. Dass ihr im Job ein Studium anwenden könnt und andersrum genauso. Genau. Es ist immer nur ein Pluspunkt. Also ja, klar. Definitiv. Das ist das, was ich zu Finanzen sagen würde. Also wirklich BAföG, Werkstudent und was ich auch noch sage, jeder hat irgendein Talent. Ja. Ich sag, sei es du mit dem Singen, sei es ich mit dem Fußball, sei es du mit dem Schreiben, sei es du mit deinen Klamotten, sei es mit dem Zeichnen oder auch mit dem Fotografieren. Jeder hat ein Talent und jeder kann dieses Talent ummünzen. Mhm. Wirklich. Ja. Ja, stimmt. Jeder Einzelne. Deswegen denke ich mal, das ist auch ein Faktor, wo man nochmal Geld reinholen kann. Ja. Und neben dem BAföG gibt es ja auch noch Studienkredite und das auch staatliche Förderungen, die das auch noch können. Und du kannst nur ein Nein bekommen. Genau. Du kannst sagen, dieses, ich soll es nicht machen, weil ich gehört habe. Ja. Schreib es einfach hin, die können nur Nein sagen. Ja. Ja.
am Ende des Tages. Also wirklich für Studium, sage ich, das Geld am Ende darf nicht der Faktor sein, dass du sagst, dass du nicht studierst. Genau. Das darf nicht der Grund sein. Ja. Weil es gibt Wege. Und da haben wir noch nicht mal mehr gesagt, dass du irgendwelche Freunde fragst oder deine Eltern. Unterstützung bitte, ja. Genau. Sondern auf eigenem Weg. Also genau, der finanzielle Aspekt dürfte jetzt nicht der Fall sein. Aber jetzt haben wir die zum Beispiel den finanziellen Aspekt geklärt. Mhm, jetzt bist du im Studium, du schreibst irgendwann Klausuren, du musst in die Vorlesung. Da stellen sich viele die Frage, wie mache ich das? Ja. In welche Vorlesung muss ich gehen? Ja. Wie lerne ich überhaupt effektiv? Was heißt es, erfolgreich zu studieren? Für euch, wie habt ihr euren Weg? Wusstet ihr direkt am Anfang, oh, so geht es ganz klar? Oder war es erstmal so, oh damn, ich habe keine Ahnung. Wie lernt man effektiv? Am Anfang hat man seinen Stundenplan. Man sieht ja, was sind die Pflichtveranstaltungen, was sind Vorlesungen, wo man nicht hingehen muss. Mhm. Und dann, ich finde, am Anfang, die ersten paar Wochen oder ersten Monat, geh einfach mal in jede rein. Und dann siehst du, wenn eine Vorlesung 17 Uhr bis 19 Uhr ist und du weißt, da hast du keine Aufmerksamkeit und du kannst sie nachbearbeiten am nächsten Tag, weil die aufgenommen wird, dann ist es vielleicht nicht klug, sich immer jeden Abend da reinzusetzen. Und die Zeit kann man anders investieren, dass man halt am nächsten Tag mit wachem Kopf aufwacht und vielleicht am Morgen Zeit hat, das nachzubearbeiten oder die nächste Vorlesung kann. Ja, was ich auch noch zu sagen habe, ist sehr wichtig, such dir die richtigen Leute um dich herum. Ein soziales Netzwerk aufbauen. Frag höhere Semester schon am Anfang. Das ist am Ende überlebenswichtig, ja. Die Menschen, die du dich herum hast, weil zum Beispiel die erste Woche sind ja meistens immer so Einführungswochen, wo ihr noch so Veranstaltungen habt, wo ihr euch kennenlernen müsst, könnt, ne? Und die Coolen sagen immer so, nee, ich gehe da nicht hin und so, geh da hin. Ja. Und lern die Menschen kennen. So. Ja. Vor allen Dingen, da kann ich schon filtern, okay, das sind die Leute, mit denen ich feiern gehen kann, das sind die Leute, mit denen ich philosophieren kann. Und, und trenne das. Und die anderen Leute, mit denen ich wirklich lernen kann. Mhm. Die mir wirklich diese kleinen Haken geben. So, wenn ich mal krank bin sogar, die geben mir die Informationen. Lerngruppen, sehr wichtiger Punkt. Ja. Weil mal bist du krank. Ja. Dass du die Informationen bekommst, die gesagt wurde. Manchmal sagt er, genau dieses Kapitel ist wichtig. Mhm. Hab die richtigen Leute, wie du gesagt hast, in den Lerngruppen und frag auch einfach mal den Tutor nach Nachfragen. Die sind da, um dir in Tutorien Sachen näher zu bringen. Ja. Frag sie. Sie sind dafür, sie kriegen dafür Geld, dass sie die Fragen beantworten. Die sind nicht genervt davon. Wenn sie genervt sind, nervt sie weiter. Ja. Die werden dich dafür nicht rauskicken. Nee. Jeder hat Sprechstunden, wo man auch selbst mit einer Lerngruppe hingehen kann. Also um weiterführende Fragen zu stellen. Ja. Und oft kriegt man da Informationen für Klausuren. Mhm. Wo zum Beispiel bei mir, Seminar bei einer Hausarbeit, ich war jetzt jede einzelne Woche dort. Und er meinte, es ist normal ungewohnt, weil Leute sagen so, die nehmen es einmal in Anspruch und dann wieder. Warum? Weil ich diese Methodik, wie das geht, verstehen wollte, verinnerlichen wollte. Wenn ich es einmal drin habe, dann muss ich es nur noch reproduzieren von der Methodik. Ja. Der Inhalt, das ist dann meine Kreativität. Klar. Mhm. Einfach diese Grundstruktur, von wie Sachen funktionieren, weil das Studium baut ja aufeinander auf. Ja. Deswegen heißt es ja Grundstudium und das ist die Basis. Ja. Wenn du diese Basis gut lernst und gefestigt hast, dann tust du eigentlich nur die Methode immer optimieren und jedes Semester besser werden, weil am Anfang hat niemand Ahnung. Nee. Denk nicht, dass irgendjemand... Alle springen ins kalte Wasser. Ja. Und jeder war mal dort. Ja. Definitiv. Und auch wenn du nur eine Vorlesung am Tag hast, so genau in der Mitte am Tag, wenn die wichtig ist, überwind einen Schweinehund, geh zur Uni und guckst sie an. Ja. Vor allem, wenn du dann merkst, dass es auch wirklich für dich ist. So, dass du merkst, so dieser Unterricht wird mich jetzt so viel weiterbringen, dann mach's halt auch. Und das ist ein Punkt, der Frau Bernard gesagt hat. Ja. Das Studium, auch Arbeit, ist auch zum Lernen. Das ist nicht einfach nur da, um da zu sitzen. Das ist nicht wie die Schule. Du kriegst keine Pluspunkte für Anwesenheit, sondern dass du was mitnimmst. Das stimmt. Studium ist selbstverantwortliches Lernen. Da muss ich aber was noch hinzufügen. Ja. Ne? Wie du dann gesagt hast, in der ersten Woche oder die ersten zwei Wochen gehen alle Vorlesungen rein und mach dir selber ein Bild davon, ne? Aber wenn du merkst, dass dein Professor einfach nur euer Skript nimmt und es einfach nur stupide vorliest, ne? Dann musst du da nicht hingehen. Ja. Wenn du was Besseres mit deiner Zeit anfangen kannst. So. Ich sag nicht, bleib zu Hause und spiel Playstation oder schlaf die ganze Zeit, sondern wenn du andere Alternativen hast, wenn du sagst, okay, du willst dann lieber in der Zeit für deine Brand arbeiten und dann kannst du dann besser dann strukturieren den Tag und sagst dann abends, tue ich dann das Nacharbeiten, was sie dann der Uni gemacht haben. Ja. Dann bleib zu Hause. Aber dazu muss ich halt sagen, da brauchst du halt viel Disziplin. Ja, natürlich. Weil für mich, ich persönlich bin so jemand, ich gehe sogar hin, sogar wenn ich nur 30% mitnehme, dann weiß ich wenigstens irgendwas. Aber wenn ich zu Hause bin, dann sind so viele andere Sachen noch viel interessanter, als diese komplette Vorlesung nachzuholen. Das ist stimmt. Auch viel Ablenkung. Ja, das stimmt. Ablenkung. Da musst du dich echt schon selber gut kennen. Ja. Kommst du da, das ist glaube ich, da muss jeder persönlich für sich wissen. Was für ein Lerntipp man ist. Ja, was ein Lerntyp man ist. Ja. Weil ich finde so, diese Leute, ich respektiere die übelst, dieses ganze Semester so nichts machen,
und dann vor der Klausur einfach so versuchen, sich das so alles irgendwie reinzuhauen. Und für mich wäre das ja nichts, aber es gibt Leute, die machen es. Und es funktioniert. Und manche können halt. Theoretisch war das bei mir immer so. Praktisch mussten wir immer abliefern, so die ganzen Monate, aber theoretisch war es immer nur so Bulimie lernen. Das war auch nicht so schön strukturiert, auch von der Uni her. Es kommt auch immer drauf an. Es kommt euch auch immer, was du machst. Weil wenn ich bei den rechtlichen Sachen Bulimie lerne, dann kann ich so ein Staatsexamen vergessen. So, du musst halt alles wissen. So. Ja. Bulimie lernen ist keine Option. So. Ja. Du musst es aufs Langzeit. Es gibt halt einen Typ, der einfach immer an der Uni lernt, so extra zur Uni geht zu lernen, weil er weiß, zu Hause. Ja. Es gibt einfach viele Ablenkungen. Das Handy, dann geht man kurz in die Küche, dann macht man kurz das und das. Und auf einmal Staubsaugen übel wichtig. Ja. Die Wäsche muss auch unbedingt hart gemacht werden. Und man kann einfach weiter schlafen. Also. Ja. Ich habe das Gefühl, in der Uni hast du ein bisschen Schamgefühl. Ja. Du siehst alle um dich herum arbeiten und du bist ja kurz und nappst kurz. Ja. Selbst wenn du nappst ja für 5 Minuten 10. Ja. Zu Hause, wenn du dich hinlegst, bis die Lichter bei dir angehen. Also. Ja, ist wirklich so. Deswegen, ich gehe lieber, und bei mir ist der Weg zur Uni mit öffentlichen 1,5 Stunden, kann es dauern, und mit dem Auto halt vielleicht 35, 40 Minuten. Ja. Du bist schon diese Strecke gefahren, du bist schon sauer. Ja. Ich bin da schon so, ich bin 40 Minuten gefahren, wenn ich jetzt nach Hause nichts gelernt habe. Ja. Aber was ich da gemacht habe, ist diese Lerntage. Ich habe zum Beispiel Montag und Freitag keine Vorlesungen gehabt. Mhm. Das heißt, ich habe am Montag die Woche vorgelernt und am Freitag die Woche wieder zusammengefasst und dann am Wochenende wieder das gemacht. Und dann war ich immer, und das ist das, was meine Professoren positiv angemerkt haben. Der merkt so, Herr Tschukwendi, ich merke, wie Sie da sind, wie Sie aktiv da sind, zuhören, Ihre Fragen, diese Transfer, Sie sind da. Und ich so, ja, hier und da lese ich ein paar Sachen. Hier und da, das ist Zufall. Ja, aber es geht wirklich darum, wirklich da zu sein. Ja, weil durch dieses aktive Mitmachen siehst du auch Sachen aus einem anderen Blickwinkel. Da kannst du auch Fragen stellen. Weil du musst erstmal dieses Vertrauen verdienen, dass du deinem Professor was sagst. Dann sagt er dir natürlich, wie kriege ich eine 1? Dann sagt er, ja, lese halt das. Aber wenn du jedes Mal da warst und Fragen gestellt hast, deinen Unterricht weitergebracht hast und ihm irgendwie diese Freude bereitet hast, dann sagt er dir, ach übrigens, ich habe da eine Lektüre für Sie weiter, genau bei diesem Thema. Ja. Da sind Sie exzellent. Sie sollten das lesen und das da und dann mit diesem Augenwink. Ja. Diese Beziehungen. Du merkst so, Professoren geben Tipps auf Tutoren. Ja. Und wenn man nicht da ist, man kriegt es nicht mit, weil man kriegt ein Kapitel an und sagt, ja, das ist eigentlich nicht so wichtig. Ja. Das mache ich nur, weil es drin ist. Genau. Das ist schon ein Tipp und das muss man beim Lernen beachten. Ja, das stimmt. Oder wenn er sagt, ja, wir hatten in der letzten Prüfung, sagt er in der Woche davor, mit Alkohol sollte man sich nicht drauf vorbereiten. Und das war ein Fakt am Ende. Ja, manche machen nur Altklausuren. So. Ja. Ja. Und sind einfach und recyceln so. Sie. Ja, und manche machen komplett was Neues. Der Tipp wurde gegeben und da hatte man seine Chance. Ja, das stimmt. Das genau, stimmt. Und was ich glaube wichtig ist auch, mit dem ganzen Arbeiten eine gesunde Work-Life-Balance zu haben. Ja. Auch mit seinen Beziehungen. Du hast noch immer noch Freunde, du hast Familie, du hast vielleicht eine Beziehung. Du hast ein Leben einfach. Das Studium ist nicht alles. Genau. Sodass du dich vom ganzen Studieren nicht vergisst. Ja. Und aber auch Leute hast, die das verstehen, wenn du gerade lernst, dann lernst du. Vor allen Dingen, was auch sehr wichtig ist im Studium, ne? Ja. Du hast einen guten, dass du dich selber nicht vergisst. Weil du vergisst dich sehr oft in diesen ganzen Uni, Freunde, Partys, Projekte. Aber wo bleibst du am Ende da übrig? Ja. Self-care. So, wo ist deine Persönlichkeit am Ende so, an der du dich so hinsetzt und sagst, okay, heute ruhen wir uns mal aus so. Ja. Oder heute wollen wir uns mal persönlich weiterentwickeln. So. Besonders bei der nach der Klausurphase. Ja. Boah, diese unkreativen Momente, die danach ist einfach in einem Loch. Ja. Und dann hat meine Mama einfach gesagt, leg dich hin, schlaf. Ja. Wie ein V-Pelz. Und meine Mama sagt, ich nehme Balibarus, was bedeutet, keine Faulenzer. Sie sagte, schlaf so, abgebe es kein Morgen. Und wer schlaft denn Hauptbeschäftigung? Würdest du dafür bezahlt werden? Ja. Einfach dieses, nimm einfach mal die Zeit, einen Tag mal einfach gar nichts. Ja. Oder versuch mal so einen Roadtrip zu machen. Mhm. Finde irgendeinen Sport. Auch die Ernährung, was du gesagt hast. Ja. Mit dem auf einmal isst du dies und jenes. Das ist eine ausgewogene Ernährung. Hast. In der Klausurphase, dein Körper geht kaputt. Ja. Du hast nicht mal Zeit, richtig zu kochen. Mhm. Aber nur, weil du ein schlechtes Time-Management hast. Ja, natürlich. Ja. Wenn ein gutes du schläfst nicht mehr richtig, du isst nicht richtig. Und selbst wenn du die Zeit hast, du hast keine Lust. So, du hast so den ganzen Tag Zeit, du hast echt die Zeit zum Lernen, aber nach 3 Stunden hat doch keine Lust mehr zu lernen. Ja. So. Wie habt ihr das, wie lernt ihr, was habt ihr für Lerntypen jetzt persönlich? Was warst du für ein Lerntyp? Also wie gesagt, bei uns war das alles ein bisschen sehr arg aufs Bulimie-Lernen fokussiert, weil der Fokus auf dem Praktischen war. Also der Fokus war immer auf dem Praktischen und theoretisch hat man immer nur so angekratzt und dann am Schluss halt noch kurz so. Und da ist man so durchgekommen. Aber das Wichtige war halt im Studium,
das Praktische gut hinzukriegen. So, das war das Allerwichtigste. Und das zeichnet dich theoretisch auch aus nach dem Studium. Mhm. Aber das ist auch jeder anders so. Also da gibt es auch ein paar, die haben praktisch theoretisch richtig rasiert und praktisch rasiert. Also sie haben es einfach alles, beides zusammen so gut hingekriegt. Mhm. Und sind aber auch technisch affin. Also es kommt auch immer darauf an, so wo sind deine Stärken und Schwächen. Ja. Wenn du das selber erkennst, das dann ist, wichtig, ist es auch nicht schlimm, dass du nicht eine 1,0 in jedem Theoriefach hast, sondern eine 1,0 und dann ist es perfekt, dass du eine 1,0 in dem Fach hast, wo du sagst, okay, in die Richtung will ich auch gehen. Das sind klare Ziele setzen. Genau, und dann hat man dann auch so verstanden zu Hause, wofür lernt man mehr, wofür lernt man weniger, wo investiert man mehr Zeit rein. Klar. Ja. Und das macht Sinn. Dann hattest du doch eine Balance zu dem ganzen Lärm, du meintest, du wärst teilweise von 6 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts da gewesen. Nee, nicht wirklich. Also Balance war... Also ausgleichen, Sport oder so? Nee, also ich habe echt fast alles so, also sehr, sehr vieles aufgegeben durch Studium, also fürs Studium so, ob es jetzt Musik, alles Sport, alles Mögliche ist so, habe ich irgendwie, aber auch wegen halt, weil man nicht so, man hat eine Disziplin und einen Ehrgeiz, aber der ist dann so auf dem Fokus zum Beispiel beim Studium und alle anderen Sachen sind so... Ja, okay, das mache ich dann nach dem Studium ich dann Ferien habe und dann ist man aber in so einem Loch, zum Beispiel in den Ferien und dann kommt man gar nicht mehr dazu. Das stimmt. Und das baut sich dann von Semester zu Semester so auf. Da sehe ich mich wieder. Danke, selbst jetzt, ne? Bestes Beispiel, ich habe Klausuren geschrieben vor 3 Wochen ungefähr, ne? Seit 3 Wochen sage ich mir, dass ich meine Steuererklärung machen muss. Ja. Das ist eine Arbeit von einer Stunde. Ja. Aber ich bin einfach gerade in diesem Tief, vor allen Dingen ich arbeite gerade auch, Werkstudententätigkeit. Und dann ist so, ja, ich mach's nächste Woche so. Und dann arbeitest du und dann hast du keinen Bock, nach der Arbeit dich noch mit dem Scheiß auseinanderzusetzen. Und es schiebt sich dann einfach nach hinten. Und so auch in den ersten 5 ewig, Sekunden. Ewig Zeit hat, irgendwas zu machen. Monate Zeit. Ja, genau. Und was kannst du jetzt machen. Du kannst einen Monat, 2 Monate machen. Jetzt macht keinen Unterschied. Aber wenn man schon das Mindset hat, dann schiebt man auch Sachen, die noch eine Stunde Zeit haben, macht man 10 Minuten davor. Dann kommst du mit der Wäsche, dann gehst du um Wäscheberg. Dann macht man hier, dann kocht man dann nicht. Dann ist man vom Kühlschrank und dann ist er leer. Dann hat man keine Pink Lady Äpfel mehr. Und dann kommt der ganze Struggle. Aber ich glaube, dieser Ausgleich ist sehr wichtig mit Sport oder irgendein Hobby machen. Weil meine Mama meinte oft, so häusliche Arbeiten entspann dich. Einfach mal so saugen. Einfach mal so oder dich in den Garten setzen. Oder einfach wegen dem Bügeln kommst du runter von dem Ganzen. Und mach dann in deiner freien Zeit, wenn jetzt in der halben Stunde Pause machst, bügelst du einfach mal. Und Sportangebote gibt es in der Uni reichlich. Es gibt Fußball, Basketball, und das ist kostenlos. Im Verein kostet es was. In der Uni ist kostenlos. Ja, es gibt Sprachkurse, wo du dich weiterbilden kannst, wenn es dich interessiert. Du kannst so viel vertiefen. Was halt auch immer, glaube ich, übel hilft, ist einfach, dass man das mit jemandem zusammen macht. Also, weil die eigene Motivation ist ja schön und gut, so, aber wenn du jetzt noch so einen besten oder einen guten Kumpel aus der Uni hast und du sagst so, hey, lass morgen früh trainieren gehen vor den Vorlesungen. Dann geht man zusammen dahin, hat man zusammen eine Motivation. Und du hast dann auch so eine Pflicht. Eben. Weil du so zu zweit bist. Und das ist dann Commitments. So, man pusht sich dann so gegenseitig. Ich glaube, das ist nach dem Studium. Aber wenn man gegenseitig Ziele sich setzt. Wir wollen jetzt in dieser Klausur eine 2-0 haben. So, ich will gut abschneiden. Was heißt gut? Wenn eines ist bestehen, 4-0. Wenn eines ist 1-0. Klare Ziele. Und auch wenn du sowas machst. Am Mittwoch gehen wir joggen um 8 Uhr. Das ist konkret. Wir gehen irgendwann in der Woche Sport machen. Was für ein Sport? Ich glaube, wenn man dieses klar definiert und auch während der Klausur, was mir oft hilft, ist, in einen Lernplan zu haben, auch allgemein. Ich habe so bei Montag, Freitag, ich weiß meine Vorlesung, ich weiß, wo ich lernen kann. Du musst dich genauso machen, aber sich daran ein Stück weit orientieren. Ja. Und das zieht sich durch, so ein Plan. Auch zu wissen, was ist wichtig, was ist dringend. Du musst gerade zum Fußball, aber du hast eine Klausur am Dienstag nächste Woche. Wir haben gerade Mittwoch zum Beispiel. Prioritäten setzen. Ja. Fußball? Oder die Klausur. Ja. Fußball kannst du fehlen, da passiert nichts. Die Klausur, wenn die durchfällt, hast du noch 2 Versuche. Wenn diese, ciao. Ja. Darauf musst du dich einstellen. So, deine Freunde, die was anderes studieren, die dann feiern wollen, da musst du sagen, ich habe morgen eine Prüfung oder ich will lernen und ansonsten bin ich den ganzen Tag verkatert und lerne ineffektiv. So. Ja. Vor allem die Freunde, die sagen, komm raus. Du weißt nicht, ob die schon gelernt haben. Manche ist egal. Der dich anruft, hat vielleicht schon 10 Stunden gelernt und ruft dich dann an. Und du bist dann so wie so ein Schaf. Ja, wir gehen so. Ja. Weil das meine Mutter, da kommt die hier bei uns bei Milike oder in mit Jumbo, was sie dann sagt, nimmst den rechten Zeigefinger so auf die Kehle, sagst Achuka, so, I told you. Du hast es gesehen so. Wie nennt man das? Ich weiß gar nicht. Bienputor, weißt du, was ich meine? Das ist die Lehre, die du daraus gezogen hast. Ja, meinst du Tampiputor? Nein, Achuka wirklich. Okay. Ist wirklich hoch und dann zack. Okay.
einfach um zu sehen, du musst selber deine Lehren lernen. Manchmal musst du wirklich hinfallen. Nicht jeder kann dir erklären, wie das funktioniert. Mhm. Ja. Was mich interessiert bei euch, wie macht ihr das mit dem Einkaufen? Budgetieren. So, weil diese kleinen Dinge, die man kauft, 1 Euro hier, 1,50 da, das ist teuer am Ende. Versucht man zu vermeiden. Wo geht ihr überhaupt einkaufen? Erzähl, Dori. Weil ich glaube, du bist der Spezialist da drin. Anfang bin ich immer zu Kaufland gegangen. Mhm. Für mich war es Riesenauswahl. Du hast 10 verschiedene Sachen von der gleichen Marke oder von. Hast du eine Einkaufsliste gemacht? Oh, ich bin eigentlich. Ich mache nicht wirklich, eine Liste. Ja, aber das heißt, du bist auch ziemlich stark. Ja. Ich weiß eigentlich schon, ich habe schon ein Auge, welche Gerichte ich machen will, und da kauft ihr einzelne. Das ist wichtig, diese Gerichte zu machen. Diese Gerichte, zum Beispiel, ich gehe nie einkaufen mit dem Gerichtekopf. Weil dann sparst du auch Geld. Ja. Dann sparst du auch Geld, wenn du irgendwie, ja, das mal das. Aber da gibt es eine auf Instagram, jansa.berlin, die werden wir auch markieren. Mhm. Die macht sehr gute Gerichte, teilweise auch einfache, vegane, schnelle Gerichte, die man da machen kann. Mhm. Und hol dir ein Kochbuch. Ohne Witz, hol dir ein Kochbuch mit schnellen Gerichten. Ja. Dieses Fertigessen ist there to kill you. Das ist schon. Oder selbst in die schnellen Gerichte. Für mich war es eigentlich einfach irgendwann so ein Punkt, so, Alter, die Variation ging langsam aus. So, weißt du, wenn du jeden Tag wirklich entscheiden musst, was du essen möchtest. So. An Anfang der Woche kannst du es machen. Oder nee, also ich glaube, am Anfang war es so, oh geil, so, jetzt habe ich so, jetzt kann ich jeden Tag Avocados essen. So, niemand sagt mir was. Aber irgendwann war es. Avocados? You're living a good life! Da geht man einmal in den Laden zu Avocados. Come on! 1,90 eine! Ja, du musst wissen, wo du kaufen musst. Also. Ja. Aldi, ich habe gestern auch Avocados gekauft für 99 Cent. Also. Mhm. 79 habe ich geschafft. Bei Lidl? Aldi. Aber bei Lidl war 99. Nee, Aldi manchmal nehmen echt. Diese Heftchen, hilft es zu lesen. Ja. Wirklich, wo man früher so, warum guckt diese Heftchen? Stell dir vor, du sparst bei jedem Produkt 20 Cent und du kaufst 10 Produkte. 2 Euro. Du kaufst 100 Produkte. Rechne das hoch. Die Heftchen sagen dir, was es in der Woche zum Essen gibt. Ja! Das ist you, it's not you who decides. Yeah. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und bei euch, wie handelt ihr es mit euren Beziehungen, die ihr habt neben dem Studium um Arbeit? Wie schaut ihr darauf, dass ihr, habt ihr verständnisvolle Freunde, die dann verstehen, okay, ihr seid gerade am Lernen oder ihr könnt nicht? Oder sind sie dann butthurt und sagen, du hast nie Zeit für mich? Ich finde das ein sehr interessanter Aspekt. Ich finde, während meines Studiums hat sich mein Kreis von Menschen sehr stark verkleinert. Ja. Auf die Leute vom Studium oder? Nee, sondern auf einfach die Menschen, die mir wirklich wichtig sind. So. Also die Zeit, die du hast, investierst du dann lieber nur noch kommt, in diese. Ja. Kommt es teilweise durch die Schule? Weil in der Schule ist man einfach zusammengeworfen und man halt Klassenkameraden ist und dann verbringt man da Zeit miteinander, weil es halt, aber jetzt ein Studium ist jeder für sich. Jeder ist für sich. Ich bin freier auch in meinem, so, ich habe keine Abhängigkeit von irgendjemandem. Mhm. Weißt du, ich meine, und die meisten Leute, mit denen ich, so, vor 2 Tagen mit meiner Freundin drüber gesprochen, die Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe jetzt, ne, mit denen arbeite ich. Mit denen mache ich irgendwas aktiv zusammen, so. Mhm. Das ist nicht so, die Leute, mit denen ich nur gechillt habe, so, ne, mit denen verbringe ich nicht viel Zeit, weil ich chill nicht viel. True. Ich habe gar nicht die Zeit. Und das ist halt der Unterschied zwischen Leuten, die produktiv sind und Leuten, die halt noch nicht wissen, so eher konsumieren und nicht produzieren. So. Ja. Und deswegen habe ich, und vor allen Dingen, da gab es halt viele von solchen, die einfach nur da waren, um zu chillen, und deswegen hat es sie einfach so rausgefiltert. Ja, ich glaube, das filtert sich mega stark. So, ich bin jetzt auch noch im Studium, so, ich habe gefühlt keine mehr Kontakt. Ja. Und da waren echt so 5 oder 6 oder 10 Leute. Wir waren dann auch einmal zusammen in Italien, so Abschlussfahrt. Ja. Danach war so mir klar, okay, eine Person davon, mit der will ich noch Kontakt haben, alle anderen, no offense, aber so. Das ist für mich einfach so, es bringt mir halt nicht mehr viel. Aber auch nicht nur von mir aus, sondern einfach, da ist nicht mehr viel positive Reibung, so, da kommt nichts mehr Gutes zustande, wenn ich mit diesen Leuten weiter chill. So. Ja. Und das ist mega interessant, weil ich dachte so, von der Schule her, da sind sogar mehr Leute bonded zu mir als jetzt vom Studium. Und ich dachte, im Studium, da trifft man erst so die mit dem gleichen. Ja, ich muss gerade nochmal da zurückkommen. Du kannst gleich auf den Punkt kommen. Mhm. Aber die Frage habe ich jetzt gerade. Aber wenn man eh schon auf so einer Waldorfschule ist, ne, da hat man doch schon nochmal so einen stärkeren Kollektiv. Man kämpft so gegen alle drumherum so. Also schon, ja. Also weil die Wald heißt Rumble in the Jungle. Nein, aber guck mal, wenn du, ich stelle mir das so vor, ne, wenn ich auf einer Waldorfschule wäre, dann wäre es doch für mich so, Alter, alle labern so einen Scheiß über uns so.
So, wir sind so der Abschaum, so. Ja. So, dann sind wir so zusammen, so. Aber da, wir sind halt kollektiv. Das, ja, ist schon so. Aber das ist wie so ein bisschen wie, das ist blöd damit zu vergleichen, aber so Black Empowerment, so, die reden scheiße über uns, aber eigentlich ist es so das andere, andersrum. So, wir sind eigentlich das Besondere. Ja, ja. So, so versucht dann, dass sich das dann immer zu machen. Ja. Aber, ja, was war eigentlich nochmal die Frage? Ja, jetzt wie wir, wie unsere Beziehungen so sind. Ja, ja. Habt ihr Zeit zum Daten? Daten überhaupt? Ist es überhaupt eine Sache, die auf den Tisch bringt und so weiter? So, ja. I'm asking the question. Soll ich fragen, welche Jollof Rice besser ist? Das ist eine bessere Frage. Ghanaian oder Nigerian? Nee, ich muss allgemein sagen, so, ich habe einfach viele Leute sehr, sehr hart vernachlässigt, so wie er das jetzt sagt. Mhm. So wirklich. So auch, so auch mit den Leuten von der Uni, das ist immer so voll das Event, wir müssen das so richtig planen, dass wir sowas zusammen unternehmen können. So. Freizeit oder mit Uni verbunden? Freizeit, so wirklich so freizeitig, so, dass wir sagen, so, wir machen sowas. Ja. Das und es kommt schon selten vor. Ja, ne? Das ist wirklich so ein Act, so, weißt du, wo jeder so irgendwas sacrificen muss, so, okay, ich komme jetzt mit und wir chillen mal. Ja, aber sind das nicht die Beziehungen, die auch wirklich da sind? Bei Oral sind es eigentlich auch geplant. Ja. So, wir haben nicht einfach so zum Spaß. Wir begegnen uns. Sag mal bitte, ne? Das letzte Mal, wo wir so gesagt haben, okay, wir chillen heute. Ich weiß es nicht mehr. Es ist immer eine Kombination, wir chillen immer. Aber es ist immer eine Kombination mit etwas, was uns weiterbringt. Okay. Selbst wenn wir sagen, wir ruhen uns aus und wir gehen die Thermal ins Thermalbad, dann ist es, weil wir runterkommen müssen vom Alltag, wenn wir den Kopf frei bekommen. Und selbst da planen wir die nächsten Podcast-Folgen. Selbst da. Nee, ich habe für mich nicht gemerkt, so, ich weiß nicht, studiert hast seit 2 Jahren, so das erste Jahr, ich habe die Leute von der Schule so komplett vernachlässigt, so wirklich so gar keinen Kontakt. Und ich habe mir dann jetzt so gesagt, so, boah, das fehlt mir so einfach, so, weißt du, Leute, die ich einfach wirklich so seit Jahren einfach kennen, so, du kannst einfach so, einfach du selbst sein, so, weißt du, und dann dachte ich so, okay, ich nimm mir jetzt die Zeit und ich chill jetzt. Ich versuche es jetzt so ein, zwei Monate mal so hinzukriegen. Wir chillen einfach so. Ich glaube, man braucht auch mal so einfach so diesen Outlet. So, ja, das stimmt. Weil mit den Uni-Freunden, wir werden, wenn wir in so einer Gruppe sind, dann wird das Thema Uni irgendwann aufkommen und dann wird über irgendeinen Fall geredet. Richtig emotionale Schuld. Wenn du in einer Lerngruppe bist und die fragen dich 10 Mal, ob du mitkommst, wenn du das 11. Mal Nein sagst, wieso sollen die noch mit dir lernen? Du bist der, der nie Zeit für sie hat, so, der für die vernachlässigt. Ja. Boah, ich rede gerade von einem reinen Lernstoff-Materialstandpunkt, nicht von Liebe und Freundschaft. Mhm. Ich sage, wenn du zu jemand, wenn jemand zu dir, du fragst ihn 10 Mal, sag jedes Mal nein. Mit welcher Motivation kommst du zum 1. Mal her? Okay, dann weißt du, die Person ist nicht ihr Ding. Ja. Ja, da kommt die mag dich einfach nicht so. Und jetzt kommt die Person und jetzt sagt die Person, schick mir dein, bitte dein, all deine Ausschriebe, von die vom Semester hab, weil. Mit welcher Energy, mit welchem Enthusiasmus schickst du sie? Das meine ich damit. Ja. Also manchmal ist es auch so wie gerade Sacrifice, hingehen, obwohl du es dich magst. Ja. We live in a corporate world. That I'm going to say again and again. Ja. It's all about favors sometimes. And you want to dating! Don't forget about that. Dating! Dating, I said it. Dating. Wie ist es als Student so? Bist du mit vielen jungen Leuten? Das stimmt. Was macht man da? Wie lernt man die kennen? Wo geht ein Student mit begrenztem Budget essen? Ja. Mensa. Mensa. Yeesh. Auf meinen Nacken. Ich zahle mit meiner Karte rein. und ja, den Betrag, der wird doch immer angezeigt auf den Anzeigen. Natürlich. Und dann so, guckt die so drauf. So. Na, es gibt viele kostenlose Sachen, die man machen kann. Parks. Und was weiß ich. Oder mal irgendwie Mittagsmenüs in irgendwelche Restaurants gehen, ist auch immer ein bisschen günstiger. Ja. Kaffees, zahl was du möchtest und so. Ja, ey, zahl was du möchtest, wo? Hört ihr den Platz? Ja, doch, das, sowas gibt's. Echt? So, ja, stimmt. Ja. Zahl was du möchtest. So, aber im Durchschnitt zahlen Leute schon anschenken. Aber das Ding ist, die nehmen sogar mehr raus, weil Leute so gar kein Gefühl manchmal haben. Ja. Die zahlen einfach so 20 Euro, obwohl es. Aber die das ist auch voll krass. Man appreciate das auch ganz anders. Also in anderen Großstädten, da gibt es 1000 Mal so. Mhm. Weil, und die nehmen auch viel mehr ein. Yeah. Weil das ist halt so, dann sagst du, okay, ich war jetzt 3 Mal die Woche bei euch, hab Kaffee getrunken, hab nur 1 Euro jedes Mal da gelassen für einen Kaffee, obwohl er normalerweise 3 Euro kostet. Yeah. Und jetzt bin ich einmal da, hol ein bisschen mehr, aber gebe euch gleich 25. Diese emotionale Schuld, ne? We said it first here. Ich glaube, die Leute in der Außenwelt, die wissen noch gar nicht so über emotionale Schuld, so. Was es für ein Ausmaß so auf dich hat. Deine Eltern haben dich in die Welt gebracht, du musst dich stolz machen. Ja. Jemand schenkt dir einfach irgendwas, du fühlst dich schlecht,
dass du danke kommst, auch zu bleiben. Hier ist eine Schlucht, du musst sie jetzt überwinden, du musst sie wieder zurückbringen. Alle, selbst bei Freundschaften, wenn Orem mir das hier bringt, ne? Ich denke jetzt gerade, ich muss ihn jetzt im Haus kaufen. Aber irgendwo in meinem Hinterkopf sind wir jetzt irgendwo in der Stange bei Rewe. Sag ich so, ach komm, leg die Chips drauf. Ja, es ist wirklich so. Nee, aber weißt du, er hat dich einfach so glücklich gemacht, dass du ihn irgendwie auch du willst kompensieren. Emotionale Schuld hat nichts Negatives. Schuld hat nichts. Aber es ist doch eher Appreciation dann. Ja, ist es ja. Aber du hast trotzdem einen irgendwie, tust du dir einen Vertrag eingehen. Ganz positiv, negativ. So ein Stück weit. Die Freunde, die immer für dich da waren. Wenn er dich anruft und sagst, hey, ich brauche dich kurz für 10 Minuten, muss über was reden. Ja. Kommst du nicht? Sure. Warum kommst du? You have to. You have to. You have no choice. Das hat nichts mehr mit Liebe zu tun. You have to. That's human, man. Da gibt's keinen anderen Weg. Aber das ist eigentlich... Regner will immer noch. Bei dir? Na, der hat eine Freundin. I'm good, man. Ich bin out of the business, man. Eieiei, stimmt. Ich hab nichts mit sowas zu tun. Dorian hatten wir auch schon. Hatten wir Dorian? Nein, hatten wir nicht. Nossa versucht sich auch ein bisschen zu verstecken. Ist okay. Ist okay. We respect the privacy. Nee, aber ich meine, ich keine Ahnung, ich habe dazu nicht viel zu sagen. So, ich bin nicht so in the game. Okay. Dann chase a check. Ja, keine Ahnung. Ich war vier Jahre in einer Beziehung und dann jetzt 4 Jahre Single. Mhm. Stimmt, so habe ich dich sogar kennengelernt. Wie? Ich war mit einem Kumpel von Buani beim Super. Da bist du reingekommen. Irgendwas hast du Schuhe gesucht mit Jamba. Und dann waren wir da, ich glaube, wir haben 2 Stunden lang geredet. Hey! Wir gaben uns nicht. Hey! Du weißt, ich kam. Hey! So, ich komme aus einer Beziehung und so weiter. Und dann sagen die so, ja, ist euch bei Frauen aufgefallen? Und wir reden so, ja, und die Sache, warum ist es so? Ja, und dann so. Wie lange philosophiert, stimmt? Wir haben philosophiert aus Grauen. Ja. So 21 Seven, na, egal. Aber das war da noch ganz normal. Das war wirklich vor 3 Jahren, glaube ich. Ja, genau. So haben wir es das erste Mal gesehen. Ja. Und es war halt für mich immer so, das ist ein richtig cooler Dude, aber es war nicht so, ich kenne dich noch nicht. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, ich nenne Schicksal, was auch immer. Irgendwann kamen wir die Wege zusammen dann mit Monja und sagten, okay, bam. Und jetzt sitzen wir hier. Ja. Heftig, Mann. Nein, das ist beautiful. Hey, lang Leute kennen wir an dem Studium. Ist so. Ja. Sprecht Leute an. So viele Leute da. Und so viele verschiedene Arten von Menschen. Ja. Du bist nicht mal in der Schule, wo du mit den Coolen oder mit der Art, die populär ist. Ja. Für Lerngruppen, für Freundschaften, für Daten, Selbsthilfegruppen, alles Mögliche. Ja, ja, das ist gut, Leute, ja. Das ist nice. Das ist, glaub, ja. Für jedes deiner Hobbys kannst du eine Gruppe da finden. Ja. Du musst einfach nur bereit sein, dich zu öffnen. Deswegen finde ich auch Studium eigentlich extrem cool. So. Mhm. Weil das Studium ist so eigentlich der einzige Zeitraum in deinem Leben, wo du richtig wenig Verantwortung hast. Und du hast diese Freiheiten. Du hast diese Freiheiten. Ich würde auf dich allein. Du kannst dich einfach an den Tisch hinsetzen und so sagen, so, hey, ich bin der und der. Ja. Wie geht's euch? Was geht so? Du musst doch nicht sowas beweisen, indem du fragst, wie viel verdienst du und ja, wo arbeitest du so? Nee, wir sind alle unter demselben Topf so. Eben. Das ist so scheißegal, was für Schuhe du anhast oder so. Ja. Das ist Uni. Das ihr arbeitet alle noch nicht richtig Vollzeit. Ja. Beim Studium, ey, informiert euch über den Studiengang, den ihr haben möchtet. Wie könnt ihr Passion und Studiengang kombinieren? Dann bildet euch, holt euch einen Job in dem Bereich, wo ihr studiert. Weil ihr einfach da bessere Einstiegsmöglichkeiten im Beruf habt. Lernt Leute kennen, seid offen für neue Sachen, findet eure Lernmethode, sprecht Leute aus höheren Semestern, stellt den Fragen euren Tutoren, euren Professoren und ihr werdet euren Weg machen. Das ist die Zeit, wo ihr euch am meisten entwickelt, meiner Meinung nach, wo so viele neue Eindrücke kommen. Also das Studium ist nicht nur reines Noten bekommen, sondern das ist auch eine Möglichkeit von der Selbstentwicklung, der positiven Selbstentwicklung. Je nachdem, was man daraus macht. Und Studium ist nicht alles. Hab auch ein Leben daneben. Lifestyle kostet Geld, Redlektion kostet Geld, Moneypool zahlt ein, der Link ist drin. Peace and love.